Eure Kindergottesdienstkerze, ich zünde sie am Osterlicht an. Und nun feiern wir Kindergottesdienst. Kommt mit. Willkommen zum Kindergottesdienst. Eure Kerze brennt, eure Kirche steht da und ihr seid auch alle da. Es waren die Tage vor dem großen Fest. Die ganze Stadt Jerusalem war schon aufgeregt. Alle haben das Fest vorbereitet. Und auch Jesus und seine Freunde wollten nach Jerusalem gehen. Jesus sagte zu seinen Freunden: Holt mir einen Esel und einen Eselfohlen. Gleich im ersten Dorf werdet ihr sie finden. Bringt sie her. Und sie kamen mit Esel und Eselfohlen. Und Jesus setzte sich auf den Esel und so zogen sie in Richtung Jerusalem. Als man in Jerusalem hörte, dass Jesus kommt, da wurden die Leute noch viel, viel aufgeregter. Sie brachen Zweige von den Bäumen, Palmenblätter und legten sie auf den Boden, damit es nicht so staubt. Und damit es noch schöner ist, legten sie ihre Sachen auf den Boden, auf den Weg, über den Jesus kommen soll. Und dann kam er. Sie jubelten wie bei einem König. Hosianna, schrien sie. Hosianna, dem, der da kommt. Und Jesus, er kam nicht wie ein König, denn ein König reitet auf einem Pferd. Nein, auf einem Esel kam er als einfacher Mann. Und alle jubelten ihm zu. Aber es blieb nicht lange bei dem Jubel, denn Jesus verhielt sich anders, als sie es erwartet haben. Als erstes ging er nämlich in den Tempel. Und da sah er, dass dort Menschen etwas verkauften, dass da große Stände aufgebaut waren. Alles, was Touristen so brauchen, Geldwechsler, die das Geld getauscht haben, dass man sich etwas kaufen konnte. Und Menschen, die alles verkauft haben, was man so mit nach Hause nehmen kann oder im Tempel ausgeben kann. Da sagte Jesus: Der Tempel, das soll doch ein Ort sein, wo man betet, wo man Gott dankt oder Gott bittet. Und ihr habt aus dem Haus meines Vaters eine Räuberhöhle gemacht. Er wurde richtig wütend. Er schrie die Leute an und sagte: Raus hier, raus hier, raus hier. Hier soll gebetet werden und nichts verkauft werden. Und weil er so wütend war, stieß er sogar Tische und Stühle um. Ein großes Chaos. Einige Leute standen am Rand und sagten:
dieser Jesus, der stört uns, der muss verschwinden. Und sie fassten einen bösen Plan. Von dem erzähle ich euch in der nächsten Woche. Jesus aber rief ein Kind heran, stellte dieses Kind auf einen Stein und sagte zu allen Leuten: Seht her, wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, dann kommt ihr nicht in den Himmelreich. Gott braucht keine komplizierten Sätze und Worte, sondern das, was Kinder sagen, das, was Kinder denken, das ist genau richtig. Werdet wie die Kinder. Und die Menschen staunten. So etwas hatten sie noch nie gesehen oder gehört. Guter Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die Angst haben, dass du ihnen Mut schenkst. Wir bitten dich für alle, die krank sind, dass sie wieder gesund werden dürfen. Wir bitten dich für alle, die traurig sind, dass du sie tröstest. Wir bitten dich für alle, die Hunger haben, dass du uns hilfst, die reichen Güter deiner Erde miteinander zu teilen. Wir bitten dich für uns selbst, für unsere Familien, für unsere Freundinnen und Freunde. Hilf du uns, dass wir zusammenhalten und dass wir uns gut vertragen. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, er schenke dir Frieden. Amen. In der letzten Woche habe ich euch erzählt, dass die Jünger große Angst hatten, weil der Sturm so stark war und das kleine Boot so schwankte, und dass Jesus sie gerettet hat. Und dann habe ich euch gebeten, malt doch mal ein Bild, wie die glücklichen Jünger aussehen. Jetzt möchte ich euch einige Bilder zeigen.